Hallo, es ist Naruto 1986, herzlich willkommen zu Uncharted 4. Jetzt geht's da weiter, wo wir auch aufgehört haben. Und los geht's. Nico. Oh, Sully. Und Nate. Richtig genial. Sanity. Oh. Das ist jetzt Part 2. Auf geht's, komm. Okay, weiter geht's jetzt. Dann wollen wir mal gucken. Ja, das wird spaßig. Okay. Jawohl. Endlich. Dann geht's weiter. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Alter. Wo ist denn hier, wie schön die Dinger war? Na egal. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Na, es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, 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 hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Können wir loslegen? Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass ja. Er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. So, okay, und los geht's. Ja. Episode 6, ne? Und? Dann hier lang.
Perfekt. Ich folge meinem Bruder. Du glaubst nicht, dass ich draußen bin. Du glaubst nicht, dass ich hier bin. Mit dir. In Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh. Du bist also nicht zum ersten Mal hier. Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan. Und ja. Okay. Ja, hast du es bei wohin denn jetzt? Okay. Perfekter Sprung. Einmal rum, die können Scheiß drauf, jetzt eigentlich egal. Okay, bin schon da, bin da. Eieiei. Komm schon. Na klar, einmal rauskommen hier. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Ja. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Locker. Pass auf. Ich pass auf. Okay. Darf ich? Ich, daneben. Also, auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Okay, nochmal neu. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Ja, klar. Zweiten Anlauf. Auf geht's. Und ein richtiger Schwung und... Ja, ich hätte warten müssen, bis ich vorhin gewesen wäre. Ich hab's wieder versaut, ich weiß. Okay. Und? Hui! Jetzt war's richtig. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du? Ich hätte mich richtig dran schwingen müssen und ich war nicht. Das Problem bei mir war, ich war nicht richtig dran geschwungen. Das war das Problem. Bei mir war das Problem, ich war nicht richtig dran geschwungen. Okay, wohin jetzt? Ah, okay, ich hab's kapiert. Okay. So, und jetzt rüber hin, komm. Uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab. Komm, wem mach ich? Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Genau. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Okay, dann gehen wir rüber. So. Wo ist das Seil? Ja, hallo, wo ist das Seil? Ach, da hinten, alles klar. Okay. Hä, wo ist denn der? Ach, da oben. So, nehmen wir mal einen richtigen Anlauf hier. Und... Ja, hallo? Jawohl, das war's. Gut, dass ich einen zweiten Anlauf genommen habe und nicht hier rum bin mit dem ersten Anlauf. Nein! Du sollst dich nicht umdrehen, mein Gott. Dreh dich zurück, komm. Och, Nate, jetzt dreh dich doch zurück, meine Fresse, Alter. Super, danke. Nein! Ah, okay, alles klar, alles klar. Ich darf nicht so hin und her zurück, sonst dreht sich Nate hier gar nicht. Sonst dreht sich Nate hier nicht rum. Ah, okay. Bene lista. Hey, hai scommesso sulla partita? Terra vincente. Inghilterra, traditore. Non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà.
Ich bin einfach gedrückt halten, dann geht. Das wusste ich nicht, sorry. Aber ich hab's gerade gesehen. Gott, schöne Zitronenbäume alles. Mal gucken. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Okay. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Keine Dinger. Zusammen? Sehr gut, die Idee, Motorradfahren, warum nicht? Da, unser Fenster. Gut, wir sind fast da. Okay. Okay, das haben wir schon jetzt. Warte. Aha, gut, da kann man hier runter. Cool. Perfekt. Müsste halten. Aber ich stelle mich mal ein bisschen, ich stelle mich mal hier ganz klein ein bisschen auf hier. Oder? What? Shit. Hey, ich dachte, das ist Alter. Ach, na gut. L1 halten. Ah. Ja, alles klar. Ich weiß, was da. Ich immer wieder. Sorry, Leute. Perfekt. Okay, komm runter. So. Das Land ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Das glaube ich auch langsam. Und ja, ich habe mich vorhin ein bisschen abzuheilen sollen. Sorry. Funde, die ich verpasst habe. Mhm. Hast du wenigstens Fotos? So. So. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera. Aha, wie kommen wir denn da jetzt hoch am besten? Mhm. Oho. Okay. Nein, aber die sind echt gut. Kannst kaum erwarten. Ja, wie kommen wir denn hoch? Ich weiß wie. Alles klar. Und so. Ja, genau. Hier. So hoch mit dir, Nate. Komm. Hier rum. Perfekt. Das machst du super, Nate. Halt dich bloß fest, Nate. Huhu. Gut gemacht, Nate. Warte. So hoch. Perfekt. Mhm. Gut gemacht, Nate. Okay. Und dann ab nach oben. Du meinst wohl eher gefährlich. So. Dann hier rum. Warte. Genau, zieh dich hoch, Nate. Mist! Alles klar da oben? Ja. Genau, ja, geh nach vorne. Oh, yeah. Ach, halt nicht zurück, nicht zurück, nicht zurück, nicht zurück, nicht zurück. Ja, ja, ich hab's schon kapiert. Gedrückt halten so, sonst schwingt er nicht zurück. Okay. Das ist ein bisschen zu gefährlich, der Runner. Ah, er schmeißt das Seil hoch, okay. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Na klar. Du hast recht.
Hey, schmeiß das Seil wieder runter. Komm. Danke. Und hoch. Das ist ja einfach, das hochkommen und dann. Super. Danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Genau, richtig. Wir müssen ja unsere scheiß Blaumänner ablegen. Wir haben die jetzt nur angehabt, um unsere Anzüge nicht schmutzig zu machen. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Gut, lass uns rein. Direkt hinter dir. Und das auch, Sully. Hi, Sully. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da holt mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Okay. Schau mal da. Okay. Ei, ei, ei. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Alles klar, los geht's. Man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke. Ich bestimmt am Weg. Was ist denn da? Ich bin's. Du glaubst aber auch alles Himmel. Nein. Was machst du? Unsere Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Kurs. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, richtig. Wenn's schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Warte mal. Okay. Okay, fast. Also ich will gerade gucken, ob ich die vielleicht ein bisschen lautstellen kann. Aber nicht, egal. Okay, dann los geht's.
Wollen wir unseren Plan laufen lassen? Hast du jetzt nicht wirklich was von dem Befehl genommen gerade eben? Dann haben wir dann so viel Befehl erzählt, dass sie Sally KD. Okay. Perfekt. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Und da ist auch Sally. Oh, die ist auch ganz schick. Natürlich spielt sie einen dummen europäischen Techno. Gespielt. Verzeihung. Okay. Aha, dann weiß ich, was abgeht. Okay, dann mal los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, hier. Geh weiter, was guckst du so blöd? Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Wollte ich nicht kommen. Beweg dich nicht, okay, du Penner. Jetzt hör doch mal auf, dich zu bewegen, du dreckiger Pisskopf, Alter. Oh, ja. Scheiß Missgeburt, jetzt bleib doch mal stehen, Alter. Bitte. Ich hätte schlecht haben können, der Penner sich nicht doch und so hin und her bewegen würde, voll Idiot. Ernsthaft, Alter, wirklich. So ein Arschloch, Alter. Es ist nicht schwer gewesen, aber wenn er dann hingeht und er so ein Penner ist. Und sich hier ständig bewegen muss. Hey. Ich dachte, du wolltest ablenken, Alter. Wo ist dieser Idiot? Wo ist diese kleine Missgestalt schon wieder? Wo ist dieser Idiot? Schlag ihn gleich, ich hau ihn mal ernsthaft, ich hau den Penner gleich eins in die Fresse, ey. Wo ist dieser scheiß Zigeuner?
aus, wenn er sich nicht dauernd, wenn sich diese kleine Miske sich nicht dauernd bewegt hätte. Hätten wir es jetzt schaffen können, aber nein, der kleine Zigeuner muss sich ja immer so kleine Wackler machen, der kleine Vollidiot. Schönen Dank auch jetzt, Alter, wirklich. Oh, ein Scheißdreck, Alter, wirklich. Wo ist dieser Idiot? Hier. Weh, wenn du dich bewegst, du kleiner Bastard. Ich knall dir den Kopf weg, Alter. Verdammt. Ja, Junge, jetzt beweg dich nicht, Alter. Ja, wenn der sich nicht noch bewegen würde, so ein Stück, Alter. Okay, nochmal. Junge, jetzt bleib stehen, Alter, und wackel hier nicht rum, Alter, sonst hau ich gerne rein, glaub mir das. Ja, jedes Mal, was soll diese Scheiße dauern, diese behinderte Beweger? Ja, wenn der sich nicht dauernd so scheiße bewegen würde, kleine Missgestalt hier. Junge, jetzt beweg dich nicht, Alter. Ich hau dir in die Fresse, Junge. Jetzt, Arschloch. Das ist mal, ich schlag dir den Kopf weg, Alter. Deinem Scheiß rumbewege immer. Der hatte Zweifel. Idiot. Immer dauernd dieses Drecks rumbewege jedes Mal. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Es tut so sehr, danke. Aber sorry, ey, wirklich, ey, ohne Witz, Entschuldigung, dass ich ja gerade am Ausrasten war. Sorry, aber wirklich. Wenn der sich jedes Mal immer so ein kleines Stückchen immer bewegen muss, dass diese Penner nicht mal ruhig stehen bleiben können. Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Klasse, Sally, das machst du super. Nate. Alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Na, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht diese Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sally. Du kriegst keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Genau, ich bin bereit. Legen wir los. Ja, ohne Witze. Aber warum müssen sich Leute immer bewegen? Warum, wenn die, können die nicht einmal ruhig stehen bleiben? Was ich nicht verstehen kann. Warum können manche nicht einfach ruhig stehen bleiben? Jedes Mal, was ist dieses Rumgezappel jedes Mal? Machen die auch Hochzeiten? Oh, Mann. Die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Mitzwas und Schwarzmarkt. Sorry, aber ihr habt selber gesehen, wie der Mann da rumgezappelt ist. Der mit seiner scheiß Rumbewegerei die ganze Zeit. Aber aufs Drecks Handy stand und dabei immer rumzuzappeln, Alter. Was ist das? So eine Missgestalt, Alter. Was zum Henker ist das? Das Tor war nicht auf den Baum. Ja, sorry, tut mir leid, aber es ist so.
Plan B. Ich sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Okay. Aha. Also müssen das ganze Drecksding noch. Lassen wir mal so, perfekt. Lüftungsschächte. Klar. Nate, schau dir das mal. Hä? Ich hab was. Na bitte. Es wäre der Licht. Und wieder aus. Oder auch nicht. Du hast keine Tipp. Wow. Das geht auch. Super, danke. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Da hast du recht, Nate. Oh Mann, dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sally fährt. Okay. Okay, hier nicht, aber. Okay, kann man. Nee, hier ist nichts, hier kann man nicht. Aha! Das ist der Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr. Perfekt, hab's. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. So. Ist der Weg hier schon mal frei? Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sally. Der kann sich aus allem herausreden. Auch das ist erledigt. Perfekt. Kommst du? Danke. Okay. Hier entlang. Hier ist nichts, alles klar. Nee, da sein könnte, dass da irgendwo ein Schatz war oder was. Weiß man's? Hey, zieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Okay. Das heißt, wir brauchen dann das andere hier hinten. Geht denn nur noch das hier? Stimmt. Feuerzeug. Passt. Die Weite passt ganz gut, finde ich. Ja. Ja, was ist? Kommst du? Ja. Guck mal, da hinten was gibt. Okay. Außer was? Und staubiger. Ah ja. Da hast du recht, Nate. Okay, da ist nichts. Der Glatzkopf hat auch noch meine Größe. Mit Parrucchino in quella roba sul naso. Da gibt's hier wirklich mehr als genug. Okay, Nate, hier rum mit dir, komm. Tanto non capirebbe la differenza. Okay. Meriterebbe un calcio nel culo, altro che. Questa gente potrebbe farci ammazzare. Prendi una bottiglia da 3 euro e andiamo. Ah, schön für euch. Freut mich. Alles klar. So, jetzt aber hoffentlich. Okay. Aha, hier also. Okay, ich hab das andere. Nee, was andere richtig? Guck jetzt. Ich hab eine Abwasserung wegen diesem. Okay, jetzt beide durchkommen. Super.
Gut, geh. Geh. Wartet doch hier nicht. Lass mich hoch. Hm? Ach so, alles klar. Gucken sich irgendwelchen Blödsinn an. Können wir? Oder willst du warten? Alles klar, Sam. Danke. Ja, auf, Nate, komm. Machst du dich laufen. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Na, so kommen wir aber nicht durch. Das kannst du vergessen. Was ist... Hä? Aha! Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Hoch mit dir, Sam. Komm. Okay. Gut, dass du in Form bist. Runter mit der Leiter. Danke. Oh, das Spiel ist einfach geil. Wir kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sally? Bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Das war wieder klar. Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Hm. Alles klar, das machen wir. Ja. Danke. Okay. Hast du's? Das ist ja perfekt. Vorsicht. Achtung, Sam. Hi. Alles gut? Buonasera. Ma che sta facendo? Nix. Gute Nacht. Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Hast gut gemacht, Sam. Okay, ab in den Maschinenraum. Genau. Lego. Und los geht's. Ab. Klar, ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, drück in den Bauch rein. Okay, Sam, darunter will ich nicht abstürzen. Aber warte. Sam? Sally? Warte. Nee, ich glaube, das geht. Das würde, glaube ich, gar nicht funktionieren. Hör auf. Weil, ich muss dann wahrscheinlich andersrum. Ja, hätte das sein können, aber. Hätte man ja probieren können. Okay, dann hier was. Das ist wie Fahrradfahren. 100 Meter über dem Boden. Richtig. Da hast du recht. Rüber? Jawohl. Rein. Hä? Nein! Solltest du dich doch halten, Alter. Okay, neuer Versuch. Okay. Rüber. Hoch.
Gut gemacht. Hä? Alles klar. So. Hä? Wie, was jetzt? Da drüben ist der Funkturm, da muss ich ja hin. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Ein Maschinenraum. Da sein. Müsste. Genau, da muss ich ja hin. Okay, Nate. Jetzt nur aufwarten. Also darüber hüpfen können wir nicht, weil das ist ein Problem. Vorsichtig, Nate. Alles klar. Erstmal kurz hier rum. Okay, das wäre jetzt auch keine so eine gute Idee, da zu springen jetzt. Oh Mann. Irgendwo müssen wir noch da. Warte. Ja, darüber. Das machen wir so und halt dich fest, Nate. Hä? Den Sprung. Ich weiß gar nicht, schafft er den Sprung? Ne, den Sprung schafft er nicht. Das ist halt gut, dass ich es gerade gesehen habe und es nicht probiert habe gerade eben. Gut, dass ich es gerade nicht probiert habe. Nate? Perfekt, das machst du super, Nate. So, hier hoch, genau. Passt bloß auf, Nate. Und. Wow, Nate, halt dich fest. Halt dich fest, Nate. Halt dich fest. Oh, Nate. Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Ja. Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Hm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Hm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Alter. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das doch. Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja,
Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Na, das nenn ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres Lichts. Oh. Ein intersiertes Holzkruzifix auf dem Grabnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Ray? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist, aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst, in einem scheiß Leichensack. Trau mir lieber nicht, Alter. Na, du verstehst mich schon. Ich schlag dir ein... wiederzusehen. Junge, ich hau dir so eins in deine verdammte Klappe, wenn du noch einmal drohen tust, glaub mir das, sonst kommst du hier als Leichensack raus. Hast du es geschafft, Nate? Komm schon, hoch mit dir. Okay, Maschinenraum. Ich schaff das. Dann los geht's. Jetzt warte, jetzt muss ich grad gucken. Ja, toll. Schönen Dank auch. Ja, Alter, wenn dann die Kamera gleich so ab, mich so abfuckt, dass ich nichts sehe, wo ich hinspringe. Aber ich geh nur mal drüber. Ich bin daneben gesprungen, weil du hast ja gesehen, wie die Kamera immer in meine Richtung nach hinten gesprungen ist. Dass ich da überhaupt nichts gesehen habe. Ja, ich will ja da... Warte. Ich will ja da drauf. Na also, hier kann man rauf. Gut gemacht, Nate. Jetzt vorsichtig. Und... Ich weiß, wo es lang geht. Ich hab's auch gewusst. Aber ihr habt vorhin selbst gesehen, die blöde Kamera, wie die mich gerade abgefuckt hat. Und? Halt dich bloß fest, Nate. Nein. Halt dich fest, Nate. Hä? Warte. Genau. Das wollte ich. Perfekt. Geht's nach oben? Ne, fallen lassen können wir uns hier nicht, tut mir leid. Hä? Warte mal. Okay, hier rüber. Ich hab's gerade gemerkt. Ich hab's gerade gesehen. Wenn es da nicht drüber geht, dann da drüben rüber. Ich hab's gerade gemerkt. Jetzt hoch, Nate, komm. Ach, hä? Das, okay, so ging's auch. Alles klar. So, komm schon weiter. Rein mit dir, Nate. Jawohl. Perfetto. Wir haben es geschafft. Okay, Nate, weiter mit dir, komm. Ecco fatto. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Alles klar. Hä, wo lang jetzt? Warte, ich habe jetzt hier gar nichts gesehen, richtig.
Ah, okay, hier geht's ja auch noch lang, alles klar. Ich hab's jetzt nicht gemerkt, deswegen, weil... Aber jetzt hab ich's. Jawohl. Perfekt. Na bitte, wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Warte, schau mal hier drüben. Was ist das mal? Großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Vertrau mir. Zum Ersten... Zum Zweiten. Was soll's? Lene, 100.000 Euro sind geboten. Sally. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot. Keine Sorge. Du bist im Nu da raus. Das hoffe ich. Ja, gut, darf ich mit Nathan wieder spielen hier, meine Güte. Danke. Schloss aufbrechen. Aber warum nicht? Das Gebot liegt jetzt bei 130.000. Nichts. Verdammt. Ihr Gebot, Signore, bringt uns auf 150.000 Euro. Schon. Hey Mann, ich kann hier langsam zurück. Komm, kurz fix nochmal. Moment. Ernsthaft gerade? Na also, geht doch. So, und jetzt knack ich das scheiß Schloss hier. Weg damit, komm! Auf mit dem Scheißschloss. Los geht's. Strom raus. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der General bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Drei. Zwei. Drei. Hast du mir kurz Angst gemacht, Victor? Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Halt's Maul. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Jetzt. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Und das Kreuz ist weg. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisch! Gut. Hast du davon, du Penner? Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Und Licht aus! Hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die sind König bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Pass auf, Nate. Pass bloß auf, Nate. Okay, ich hätte in die andere Richtung hüpfen sollen. Nee, ich hätte gemeint, das klappt, weil es ein bisschen nah dran war. Ich dachte, das funktioniert aber. Sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Dismas ist hier bei mir. Sag hallo. War anscheinend doch nicht. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt. Ist die König bereit? Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Alles klar. So. Jetzt werde ich den Trottel nicht das Licht ausschalten. Gut gemacht, Nate.
Oh, Nate. Komm schon rüber. Ja, los, rüber schnell. Oh, Nate, pass auf, sei bloß vorsichtig, Nate. Du kannst schon mal gut Nacht sagen und abhauen. Schnell rufen wir den. Oh, vorsichtig, ne. Pass bloß auf, Nate. Pass bloß auf. Shit. Wow, Nate, bleib bloß drauf, Nate. Leck mich gerade am Arsch, Alter. Leck mich mal ganz fett. Arsch. Beeil dich, Nate, beeil dich. Oh Mann. Die Typen sind überall. Okay. Ja! Alter! Oh. Wenn der sich denn da anhängt, das kann ich gar nicht haben, Alter. Ehi, ho visto qualcosa. Cos'è stato? C'è niente laggiù. Non era niente. Gut gemacht, Nate. Hast du gut gemacht. Perfekt. Pass bloß auf, Nate. Pass bloß auf, Nate. Wenn der Penner da und da rüber leuchten würde, wäre es gut. Jetzt ist halt nur eine Frage, wo wir... Ah, okay, ich glaube, wir können hier auch noch lange. Ja, perfekt. Das funktioniert sogar noch. Okay. Gut gemacht, Nate. Ist hier runterlassen. Vorsichtig, Nate, pass auf. Wow, war das knapp. Scheiße, war das knapp gerade eben. Nate, komm. Schnell hier hin. Pass auf, Nate. Jetzt. Warte mal. Ich muss nach oben und mich umschauen. Okay. Krass. Okay. Merda. Se riescono a svegliarsela, non ce la. Perfekt. Li troveremo lì. Oh, krass, hier ist perfekt auf jeden Fall. Sappiamo cosa fare. Resta concentrato. Ho trovato qualcosa. Kannst auch herkommen. Okay. Ihr Penner. Vergesst. Ich habe mich jetzt beide ausgeschalten. So, das war's. Okay. Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Wie die alle da wegflitzen gerade.
Und der nächste. Alle, wie die am Rasen sind, die Zigeuner. Ernsthaft, wie die hier gerade alle am Rasen sind. Hier so am Rumrasen sind die Penner. Okay, das heißt, ich muss da vorne hin. Perfekt, das machst du super, Nate. Da ist der Balsam. Ja, da drüben muss ich hin, klar. So, das ist der Ausbruch zu Nate, die Kleinen. So, Klappe aus, Zuckerlasch. Oh, oh, halt. Oh, 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 oh. Nee, nee. Hier hoch, Nate. Wir wollen hier keinen. Perfekt, hier rein. Gut gemacht, Nate. Hey, ist gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ja. Warum nicht? Könnten wir eigentlich gerade direkt so raus spazieren, aber so weit kommt gerade nicht. Oh, Scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja. Das schmeichelt mir, aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja! Oh. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich. Die Frau, die Frau. Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie. Ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Auf. Sind Sie immer so durchschaubar? Ich möchte nur, dass es verbleibt. Die Frau ist gut, oder? Einfach, die Frau ist gut. Jetzt her mit dem Artefakt. Wussten Sie, dass alle Artefakte hier gestohlen sind? Die gehören in ein Museum. Ich verliere langsam die Geduld. Aua. Nee. Wie wär's mit Unentschieden? Die Alte ist gut, ey. Alter, die Alte ist gut, Alter. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Tja, wissen Sie, die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht. Warum aufhören? Aua. Alter, gut. In meiner Gesäßtasche. Da ist es. Wow. Oh, Nate, nein. Halt dich fest. Halt dich fest, Nate. Ja, oh, gut gemacht, Nate. Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt ihr? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Wow, halt dich. Also, hier draußen herrscht totales Chaos. Die versuchen es einzunehmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Balsai. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die Q
Gute Nachricht! Ich hab ne Knarre! Bis gleich! Du hast ne Knarre? Woher denn? Digga, du bist gut! Oh Gott, uns sind viel zu viel von denen. Halt dich fest, Nate. Wow, Nate. Shit, war das knapp, Alter. War das knapp eben. Oh Gott, Alter. Vater. Scheiße. Und da ist er. Hi, Sam. Danke! So, jetzt reicht's. Jetzt gibt's eine. Jetzt seid ihr tot. Weg! Alles klar? So, ja, noch ein Toter. Ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst genau, geh rüber. Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Kein Problem, aber ich muss erstmal darüber kommen, hallo? Jetzt! Super! So, jetzt hole ich mir die Munition von den Pennern. Wie, wo, wer, wo, was, weshalb, warum? Hier ist doch keiner. Okay. Tot. Komm hoch. Ciao. Du Penner, Alter. Genau, halte ich da fest. Nate, kannst du hoch? Perfekt, Nate. Okay. Ich wusste wahrscheinlich hier. Ja, doch, ich hab's gesehen. Ich muss hier entlang. Ciao, ciao. Hör auf zu nerven da drüben. Shit, wo bleiben die jetzt? Ah, du Irrer. So. Merda. Weg. Aha. Weg. Was ist denn los, Alter? Arrivederci. Ja, arrivederci, bitte. Alter, ihr seid doch solche dreckigen Hunde. Nee. Okay, jetzt muss ich gerade. Ah, alles klar. Genau, gut gemacht, Nate. Wow, halt dich fest, Nate. Puh, war das knapp, Alter.
komme. Ich komme, Sam. Warte. Oh, gut. Hm. Das Teil kurz mir rum. Na komm mal her, mein Freund. Un attimo. Cosa hai trovato? Ok. Aspetta. Hey, trovato qualcosa? Ha. Trophäe erhalten. Heimliche, still und leise. Ah, es war heimlich, still und leise. Sorry. So rum war's. Okay. Oh, aber kommen wir von da runter? Oh ja, komm her. Komm ruhig hierher, mein Freund. Komm ruhig hierher. Heimlich, still und leise, kein Problem. Du kannst schlafen gehen, du kannst dich verabschieden, du Penner. Oh, das haben wir jetzt fantastisch hingekriegt. Okay. So. Hä? Wohin? Ja, ja, okay. Schon gesehen und schon gemerkt. Ich hab's gemerkt. Warte. Hier. Perfekt, hier hin. Nee. Oh. Hi. Alles gut? Hey, wie geht's? Wie geht's? Ich glaube, ich habe genug von dieser Auktion. Oh ja, ich auch. Das glaube ich. Okay, Jungs, planen darum. Wollen hier weg. Die Einladung ist komplett. Und was jetzt? Komm zum Brunnen vor dem Ballsaal. Ich sauber. Doch. Okay, los. Ah, sauber. Perfekt. Was ist denn eine Mutter, die ich da mache? Das kann auch. Du hältst den Rand da oben. Nathan, die sind nicht allein. Hab ich gesehen gerade. Leg dich schlafen, Alter. Was ist los? Komm her. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, voll der Fuß in den Füßen. Das war dein Problem, Alter. Wow. Komm.
Alter! Komm her, Freundchen, komm her. Gute Nacht. So, jetzt aber. Verrückt um den Typen. Hä? Halions, hält die Zeit weg! Alter, ich bin fast da! Du dreckig kleiner Bastard, jetzt. Bleib dran, Junge. Weg. So, weg. Okay. Gute Nacht, Alter. Verdammter Penner. Ey, Sally. Gut gemacht. Ja, komm, schlag ein. Los, los. Festhalten. Alter. Wie Sally schon wieder am Übertreiben ist. Habt ihr Taxi bekommen? Brettert da voll durch und sagt, habt ihr ein Taxi bestellt? Und dann so, auf einmal brettert er wieder voll durchs Tor. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mach. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir? Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Wie findet Elena das alles eigentlich?
Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Hm. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin. Herrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey, ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mache ich. Okay. Ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Na also. Tja, Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Bleib mal heil. Letzte Chance mitzukommen. Ach, naja. Wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Captain Abraham. Eine schottische Kathedrale. Ein Ort für einen Schatz. Oder? Okay, in Captain Avery. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Warum mit Avery anleiten? Kopfgeld auf ihn, der sich hier versteckt. Zwischen Rafe und dir. Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Lieber nicht. Sam, hör zu. Er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. So, dann wenden wir jetzt den Paar, wir sind gleich im